Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K17. Ja, wir haben einen freien Tag, ein Event-Auftritt von Gatorade und dann Kopfscan-Session mit 2K. Mal schauen, ob da irgendwas passiert. Oder ob wir eventuell Fans bekommen, wie sie, whatever. Also hier ist mal jetzt wenig wie sie. Zwei Nachrichten, Leonard. Ich habe gedacht, wir könnten uns in zwei Wochen mit ein paar Leuten treffen um 8 Uhr. Sag einfach, ich bin da. Das finde ich gut. Tony Parker. Bei den Spurs misst man einer Sache besonderen Wert bei Assists. Danke, Mann. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil wir jetzt halt gerade gegen die Spurs gespielt haben. So, dann die Kopfscan-Session. Ja, wieder so ich weiß gar nicht, warum diese ungerade Visitzahlen da reinhauen. Sollen sie halt einfach 100, 200, 300 machen, whatever. Okay. Und dann spielen wir gegen die Washington Wizards, denn das ist das Match vor dem All-Star-Weekend. Und gegen die Cavs haben wir erst zuletzt gespielt. Und wir gewinnen auch das Match wieder mit 101 zu 93. Dein Meeting mit Kia findet bald statt, Bro. Es steht in deinem Kalender, also vergiss es nicht. Hast du es? Alles klar. Also, rein geht's gegen die Wizards. Ich weiß, auch gegen die haben wir erst vor kurzem gespielt. Aber ist dann doch wenigstens ein bisschen länger her als das Match gegen die Cleveland Cavaliers. Ja, die Anzeige war voll. Ich habe gerade ein paar Dreier mit Paul George geballert hier in der eigenen Halle. Nichts Besonderes. Ja, die Dreierrunde hatte gerade ein interessantes Thema. Und zwar, ja, kann man das nicht nur auf die Washington Wizards beziehen, sondern allgemein auf jedes Team in der NBA. Wenn da mal eine schlechte Phase stattfindet, egal ob jetzt von den Wizards, Cavs, Spurs, da muss meistens ja ein Spieler dran glauben. In dem Fall meistens John Wall. Ist es wirklich gerechtfertigt, das immer an einem Spieler auszumachen? Ich finde das immer total Schwachsinn. Ich meine, es ist ja... ja, eine Teamsportart. Und das immer an einem Spieler festzumachen, ist einfach kompletter Nonsens. Wird aber von den Medien einfach immer und immer wieder gemacht. Und man weiß, dass es einen Spieler definitiv auch belasten kann. Anstatt ihn zu entlasten und zu sagen, okay, als Team müssen sie einfach besser funktionieren. Aber klar, John Wall, der absolute Superstar bei den Wizards. Gortat, erstes Foul. Nach 15 Sekunden, das ist dann immer schon richtig geil. Okay. Ja, ist allgemein scheiße. Wenn die Big Men zu früh ihre Fouls haben, ist das echt problematisch. Das letzte Match, was ich da gesehen habe, wo das auch so war, die Clippers gegen die Jazz. Da hat Rudy Gobert relativ schnell drei Personals gehabt. Und dann war das echt problematisch, weil du ihn dann halt rausnehmen musstest. Das setzen wir noch nicht drinnen. Beal. Na, schön gespielt. 20 Turnover. Okay. Aber da haben sie ja richtig gut zusammengespielt. Dropped. Die ersten Punkte von uns kommen von Jefferson. Wir spielen momentan immer zu Hause, gell? Fällt mir gerade mal so auf. Ich glaube, die letzten 3-4 Spiele. Ah, gut gemacht von John Wall.
Aber Gott hat verkackt. Und jetzt kriege ich den Ball nicht. Ja, perfect release. Rein damit. Biel. Ja, versuchen da den Block zu arbeiten, aber unsere beiden Jungs waren das richtig, richtig gut. Mörder-Defense. Sehr geil. Aber jetzt der Maxi, zwei Dreier hintereinander habe ich schon lange nicht mehr genommen. Ja, den macht Jefferson daneben, egal. Zu frei. Ja, der wird gehen. Nein, okay. Jawohl. Schwierige Würfe. Fällt rein. Gegen Wall. Olenek macht den Dreier. Zu Young. Lass ihn mir nochmal geben. Oh, ich hätte gedacht, der fällt vielleicht noch echt rein. Ja, jetzt über drei. Alter, was war. Das war doch kein Ankle Breaker. Ich bin zurückgelaufen. Ich war noch nicht mal richtig in der Defense. Paul George. Dribbelt rein. Und nimmt ihn dann aber contested. Tja. Ah, rein damit, Mann. Mind Wally. Wally. Ah, scheiße, jetzt habe ich was angefangen. Jetzt muss ich die ganze Zeit in den Film denken. Coach, bis du anfängst zu reden, ist die Auszeit vorbei. Ja, als wenn John Wall jetzt schon so ausgerastet wäre. He's a good man, isn't he? Huh? He is, no question about it. And because he's new to the league, he's not objecting quite yet to the ad nauseum questions we've done. Sind heute Ja, Chandler. Zeig ihm mal, wo der Hammer hängt, ey. Ich glaube, ich spinne. Putback fällt leider wieder nicht rein. Dann Levi. Erstes Personal. 7 Punkte bis jetzt. Dann Levi. Na, Safety. Na, vielen Dank. Na, klar. Der muss fallen. Pass zu George. T. Nochmal raus zu T. Nee. Das war nicht gut gespielt von uns beiden, ne? Weil wir hatten da. Also, was ist denn da los, ey? Lass sie halt bitte noch freier stehen. Krass, ich werd so hart weggeschoben, ne?
Und er geht wieder rein. Regt mich jetzt gar nicht auf, ne? Chandler bringt uns da draußen ungefähr so viel wie... Schön. Komm, Defense. Hauptsache, wir lassen uns noch einen Dreier reinknüppeln. Mann, Mann, Mann. Glaubst du nicht? Alter, was war das? Ey, ich hab nichts gedrückt. She definitely put the ball in my hand. She's the one who taught me my form. Keine Ahnung, was das jetzt war. Es sah aus wie eine komplett neue Sequenz, aber es kann auch getäuscht haben. Sechs Punkte liegen wir hinten. George and Young are the forwards. Prez out there with Teague, and it's Jefferson in at the five, roaming the paint. So that's the group out there. Jungs, solche Dinger müssen einfach uns gehören. Ja, natürlich versuche ich da noch mit reinzuziehen, um was zu retten. Scheiße. Das bringt meinem Team natürlich dann auch. Na, läuft gerade richtig gut bei mir. Pass zu T. Ja, rein damit. Freude hält sich in Grenzen, weil wir liegen halt einfach zu viel zurück. Was? Ey, ich hab nicht... Ich schwöre bei meinem Leben, ich habe nichts gedrückt. Ich bin einfach nur vorbeigelaufen. Schön. Na, foul, zwei Freiwürfe. Da will ich jetzt nichts hören, beide rein. Jawohl. Da traust dich halt auch fast überhaupt nichts zu stealen, weil immer gleich alles so faul ist. Selbst wenn du gut stehst. Also, Olynyk steht so oft so frei. Ich verstehe es nicht. Für was laufe ich mich eigentlich frei? Echt, keine Ahnung. Ja, Beal ist gar nicht frei. Also was spielen wir heute für eine Defense von außerhalb? Auch wenn der jetzt nicht reingeht. Danke, lieber Gott. Nur noch 4 Punkte. Wahnsinn. Ja. Einfach richtig gut gemacht. T. Mach den nicht, Chandler. Jawohl. Komm schon, der geht rein, Chandler. Ich spür das. Jawohl. 3 Punkte nur noch. Nein! Ah, Ball weggeschlagen, aber es reicht nicht. Wahnsinn, das ist genau das, was ich immer wieder sage. Es kotzt mich so an, ey. Tch.
Mann! Halbzeit. 6 Punkte liegen wir hinten. Nein, will ich jetzt nicht sehen. Tschüss. Ja, also wir müssen unbedingt dieses Dreiergeballer von außerhalb abstellen. Sonst werden wir hier nur hinterherlaufen, ne? Ich komme nicht vorbei. Mann. Ist aber jetzt auch nicht gerade mein Sahnespiel. Olynyk nimmt uns komplett auseinander. Mann! Alter, der lässt mich halt einfach stehen, wie so einen kleinen Jungen. Wie so einen kleinen Jungen. Jawohl. Muss ich gleich abhaken. Wall, so eine Ratte, ey. Mach den wieder. 10 Punkte liegen wir hinten. Come on, let's go. Defense, I need you working overtime on Wall. He cannot continue to cut inside. Ja, ich hab's ja schon verstanden, ne? Dass ich scheiße bin gerade. Aber wäre auch gern, wenn man Olynyk und Beal auch mal zudeckt. Komme ich auch wieder nicht ran. So, unten wieder frei. Mann, haben wir einen Lack, dass der nicht reingeht. Die geht wieder nicht, es war so klar. Wenn Jefferson den letzten Pass da noch sucht, da muss ich den einfach nur reinlegen. Ja. Glück. War wieder mein Fehler. Und da haben wir wieder das schöne Passsystem von NBA. Und Gott sei Dank reicht meine Defense gerade noch aus. Und George Ballardin. Ach, ich muss ihn jetzt echt zusammenreißen. Es läuft alles über Wall. Turner passes to Prez. From beyond the arc. Ich wollte es einfach mal probieren. Auch wenn es in der Situation des Spiels wahrscheinlich nicht das cleverste war. Er macht ihn wieder rein. Oh, das ist so ein Spiel, da merkst du, es geht gar nichts, Mann. Ich brauche unbedingt auch meine. Ich brauche unbedingt meine Auszeit. Weil ich auch einfach schon von der Ausdauer her ein bisschen im Arsch bin. Nicht unser Spiel, kein Rebound, einen Assist bloß. Ah.
Defense, I need you working overtime on the wall. Nicht gewohnt. How many times do I have to repeat myself? He's getting into our paint at will. Ja, wir bekommen sie. Wir kommen rein und liegen mit 12 Punkten hinten. Ja, super. George and Young are the forwards. Young is up there with Prez, and it's Jefferson in a pivot spot manning the middle. Spielen uns so her. So that's the group out there for Indiana. How easy does Young make it on his teammates? Just a terrific setup. Prez kicks to Young. Young, bitte. Danke. Mann, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen jetzt echt wesentlich besser spielen. Porter dishes the wall, feeds to Olynyk. Olynyk. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Was ist das für ein... Ey. Ohne Scheiß, jetzt langsam falle ich echt vom Glauben ab. Zu George. Young in the corner. Alles feeds. Got a piece of it. And Young kicks to Prez. George nimmt ihn halt nicht. Steht komplett frei. Ja, schöner Spielzug. Trotz allem muss George den Dreier nehmen. Ich habe Angst. Ich habe echt Angst. The Pacers pull it in. Jefferson's got rebound number 5 here tonight. Ich will raus zu Wall, zu Paul spielen, nicht zu Wall. Paul Wall, ich dreh schon selber am Rad. Porter passes to Wall. To the paint. Here's Zeller. Oh, Wahnsinn, geht mal geil. Mein erster Rebound. Sensational. Young in the corner. Ich sag ja, deswegen habe ich einfach keinen Bock mehr, irgendwelche Dreier zu nehmen. Weil das Spiel einfach so tut, wie als wenn du als Point Guard zu behindert wärst, um auch nur einen Dreier zu nehmen. Ja, Wurffoul. Ohne Scheiß, ich mach jetzt einen auf James Harden. Reinziehen, Foul, reinziehen, Foul. Ja, das ist einfach, ey, ohne Scheiß. Das Spiel will mich doch heute einfach nur natzen, oder? Danke für den Ball, ey. Rein damit! Porter. Deal. Olynyk. Zeller, out of bounds, danke, tschüss. Young. Ich dreh so am Rad. Hey, dann, wenn wir mal echt verteidigen und die Possession wieder zurück... Ey, ich will gar nicht drüber reden. Look, I'm fine. Have to be as strong as the head coach. And listen, there's luck. You know, sometimes injuries play a part in who you match up against and who you don't. There's so much to win. Ja, das funktioniert jetzt zumindest. Aber das bringt uns nichts. Wenn wir unsere Defense durchdrücken, müssen wir auch vorne die Punkte dann machen, ne? Das ist so geil. Ich habe vor 3 Sekunden mit dem Stick versucht zu stealen. Und dann kommt das Foul nach 3 Sekunden. Egal, ganz ruhig. Ich steigere mich gerade schon wieder zu krass rein. Olynyk. Komm, Defense, Defense, Defense. Ich hab ihn. Young, mach ihn! Bam! Orange Juice, baby! Jetzt come on! Reinsteigern! Oh,
Gotthard, Beal. Young lässt sich da. Der fällt wieder nicht. Zu George. Ah, fuck! Hinterher. Ich kotze im Strahl. Ja, er macht ihn natürlich. Ist einfach saugut gespielt. Der leichteste Spielzug. You baby! Komm. Ich muss. Warum ist denn immer alles ein Foul? Man kann es echt übertreiben. Du kannst in NBA 2K17 nicht mal, wenn du gut positioniert bist, einmal einen Stilversuch probieren. Ich sag nichts, wenn ich fünfmal hintereinander versuche, wie ein Bekloppter zu zielen. Ohne Scheiß, jetzt können wir nach vorlaufen und einfach nur noch die Dreier zünden, ne? Alles andere. Justice, warum? Fällt. What a play there, the hoop plus the harm. Hey, 40 seconds left to play here in the fourth. Ich muss es riskieren. Ja, ich muss es ja riskieren, das bringt ja alles nicht. Ausgefault bin ich auch noch, stimmt, ich hab schon 5 Personals. Ich bin so ein Vollhorst. Das Spiel regt mich gar nicht auf. Ah, das war nicht mein Game. Das war nicht mein Game. Muss ich mir ganz klar auf die eigene Kappe aufschreiben. Ja, ich würde sagen, wir tun gar nicht großartig rum. Das war's wieder mit einer Folge von NBA 2K17. Als nächstes steht das All-Star-Weekend an. Tut uns vielleicht auch mal ganz gut, eine Pause zu haben. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen da. Schaut das nächste Mal wieder rein. Wie gesagt, dann All-Star-Weekend. Bis dann, dein Max. Ciao.